Und damit ein freundliches Willkommen zurück zu Die Sims 3, liebe Zuschauer. Wir haben das letzte Mal Sarah bekommen und da haben wir natürlich für sie dann ja hier ein Zimmer, ihr Zimmer gestaltet. Und oh, Lukas ist übrigens auf. Und ja, ihm haben wir das Zimmer auch ein bisschen umgestaltet. Ich weiß, es sieht ziemlich gleich aus und es geht schon wieder los. Kaum beginne ich mit der Aufnahme und dem Spiel, schreit die süße Sarah mal wieder. Na, was hast du denn? Ach, und er auch. Na, was ist denn hier los? Sarah ist stinkend. Ach, okay, braucht eine neue Windel und er ist einsam, muss mal pieseln und ist hungrig. Oh je. Und wie sieht's bei den Eltern aus? Sie muss noch bis 9 schlafen. Wie 6:20 Uhr haben wir und es ist Sonntag. Und, naja, er braucht noch Schlaf, aber sie ist... Okay, weißt du was? Dann muss die Mama jetzt einfach mal aufstehen. Es hilft ja nichts. Hier. Ja, ist ja schon gut. Mama kommt schon. Dann würde ich einfach mal sagen... Weißt du was? Sie stinkt ja vielleicht, aber der Lukas ist am wichtigsten. Ja, den werden wir einfach in den Hochstuhl setzen oder auf Boden füttern. Ach, weißt du was? Boden füttern reicht doch. Genau. Ah, okay, aber er muss ja auch pieseln. Aber das kann er doch selber, oder? Der hat doch jetzt das Töpfchen links gelernt. Ja, tolle Töpfchen benutzen. Kann er dann. Cool. Genau. Hungrig. Ja, dann geht er pieseln und sozial. Wir werden dann einfach noch ein bisschen mit dem kuscheln. Währenddessen können wir ja hier der Sarah... Ja. Schmutzige Windel wechseln. Hier, da hast du mein kleiner Knirps. So, jetzt gehe ich noch mal schnell zu Sarah nachschauen. Eine Katze? Wo ist denn hier eine Katze? Ah, hier natürlich die streunende Katze, habe ich ja ganz vergessen. Die gibt's ja auch noch. Na, du? Heute ist übrigens bei mir, also heute, na, die Folge wird ja wahrscheinlich erst eine Woche später kommen oder so, die Folge, aber bei mir ist heute gerade der 8. August und da ist Weltkatzentag. Und ja. Gut, dass ich dich auch treffe. Ja, der 8. August und es ist fast 9:30 am Abend natürlich. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum beginnt ihr um 9:30 aufzunehmen? Im Grunde ist es ja euch ja eigentlich, im Grunde ist es egal. Ja, und erstens das und zweitens, weil ich jetzt eine eigene Wohnung habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe, aber ich habe jetzt eine eigene Wohnung, wo ich tun und lassen kann, was ich will. Und da ist es auch egal, da muss ich jetzt nicht mehr leise sein oder so. Deswegen kann ich auch ruhig die Aufnahme per Nacht machen. Dann kann ich am Tag wohl auch andere Sachen erledigen. So, was wird denn das hier? Jetzt habe ich ganze Zeit geplaudert und... Hä, Lukas im Kinderbett legen? Spinnst du, Elena? Du kannst doch nicht einfach in ihr Bett... Wo ist sie jetzt hin? Oh, wo ist El... Wo ist Sarah hin? Wo haben wir sie hingetan? Oh, fuck. Damit, ich rede da ganze Zeit von... Hä? What the fuck? Wieso? Okay, ist hier irgendwie die Tauschrunde oder was ist hier los? Er müsste ganz dringend pieseln, also lässt du ihn bitte runter. Oder, ja, einfach runterlassen, bitte. Und sie werden wir mal ganz schnell... Ne, halten. Oh, aber sie schläft gerade. Mann, Mist. Mist, ja, das hilft nichts. Sie muss ja in ihr Bett. So, Lukas, und du kannst ja jetzt selbstständig schon aufs Töpfchen gehen. Das ist ja voll cool. Oh, süß. Schau, wie er rumgeht. Oh, hoppla. Plumps, mal wieder hingefallen. Aber es macht ja gar nichts. Nicht rumtrödeln, du musst auf die Toilette. Denk daran, ach, schau, wie süß. Na, das ist einfach so süß. Okay, jetzt geht er auf die Toilette und dann, ja, dann hat das eben gemacht, so. Okidoki, Martin, der schläft im Alter, der pennt immer noch, das gibt's doch gar nicht. Und das ist Herbst übrigens, ne, nicht vergessen, cool. Ja, geht doch auf die Toilette. Ich weiß nicht, warum er nicht auf die Toilette kann. Doch, jetzt kann er aber auf die Toilette, ne? Ja. Lukas Williams hat soeben ein Töpfchen benutzt zum ersten Mal. Sich sauber und frisch zu fühlen, anstatt in einer schmutzigen Windel rumzuheulen, ist wirklich eine angenehme Erfahrung. Ja, ist es wirklich, ne?
Alter, voll überpixelt. Voll übertrieben eigentlich. Vor allem, weil er auch noch ein Junge ist, ne? Ja. Hä? Jetzt ist sie wieder pennen gegangen? Wieso? Sie hat doch fast Energie. Außerdem ist sie so hungrig. Ich gehe doch nicht schlafen, wenn ich ganz hungrig bin. Ach ja. Wieder aufstehen, Elena. Und hier einfach Reste von Hotdogs essen. Und die Spülmaschine ist schon wieder kaputt. Echt? Weil es ist so lange her. Jetzt in letzter Zeit habe ich wieder voll Bock auf GTA 5 gehabt, weil ich das momentan auch Let's Playe, habe ich jetzt dann glaube ich für einen Monat ausgesorgt, weil ich nämlich gezählt habe, wie viele Folgen ich jetzt eigentlich schon aufgenommen habe. Ja, und es sind 30 Videos, das heißt genau für einen Monat, das eigentlich reichen jetzt derweil, habe ich schon dafür ausgesorgt. Und ja, und bei Sims 3 ist es aber jetzt nur mehr für eine Woche und habe ich mir gedacht, ja, nimmst du einfach mal das wieder auf und ja. So. Ah, der ist so süß, der Lukas, einfach nur so mit Hopsi spielen. Ja, mir eigentlich egal, was er macht. Ich frage mich, ob es hier überhaupt Gitter gibt oder so für die Stufe, aber das ist bestimmt nicht möglich, oder? Einfach mal Kaufmodus. Außerdem, wo findet man das denn eigentlich? Unter Baumodus, ne? Nicht Kaufmodus, sondern Baumodus. Wände, aber so kann man nur Wände bauen. Unter Zäune vielleicht oder Tore? Na, kann man aber nicht anbauen, ne? Das ist ein bisschen ein Problem hier. Und was ist mit Zäunen? Kann man Zäune bauen? Ah, na, das geht nicht. Siehst du, das geht nicht, weil nämlich kann nicht auf anderen Objekten platziert werden. Und das ist halt eben leider die Scheiße, weil das hätten sie auch machen können, dass man bei der Stiege irgendwie so ein Kindergitter machen könnte und die Sims können dann, die Erwachsenen können doch trotzdem einfach aufmachen und dann runtergehen. Aber das wäre ja zu ein großes Feature gewesen wieder, ne? Das kann man ja nicht einbauen. Ja, hätte streunende Katze. Es ist ja nur eine Simulation. Da kann man ja nicht viel machen. Okay, sie hat sie wieder verschluckt, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Huch, warum dampft denn das hier so? Komisch. Hotdogs zubereiten. Ja, du hast doch gerade jetzt. Lass das mal Pfütze aufwischen. Du kannst momentan eigentlich gar nichts, weil einen Blätterhaufen haken. Jo, weißt du was? Dann machen wir das Techtelmechtel einfach weg und tun wir das einfach mal. Geht das überhaupt? Weil wir im Grundstück haben wir ja da keine Bäume, ne? Genau das fehlt uns ja auch. Wir bräuchten eigentlich nur ein paar Bäume, einfach nur so, ne? Ich meine, natürlich. wie gesagt, ich wollte ja hier eigentlich ein Baumhaus hinbauen. Ne, für die Kinder, damit sie dann ein Baumhaus haben. Und da spaßeshalber auch noch ein Baum und eventuell da hinten noch. Weil da wollte ich eigentlich eher mehr einen Pool aufbauen. Und wenn da ein Baum ist und jetzt wird wieder Herbst nachher und dann gehen die ganzen Blätter in den Pool. Ne, das weiß man ja irgendwie, der einen Pool hat. Und das ist halt eben nervig und ja. Aber bei Sims wird das bestimmt nicht passieren, weil ich bin mir ganz sicher, das ist nicht möglich. Ja, aber da wird noch alles schön passieren. Eigentlich könnte ich jetzt auch schon alles bauen, ne? Das wäre doch eigentlich eine Idee. Aber das Problem ist, erstens einmal, wir haben jetzt noch Kinder, das wird noch ein bisschen dauern, bis die erst älter werden. Ich will erst, wenn Lukas ein Kind wird. Ich habe übrigens die Alterung ja extra deaktiviert, damit ich selbst bestimmen kann, wann er ein Kind wird. Und sobald er dann ein Kind wird, habe ich dann vor, dass wir dann einen Pool bauen und so weiter, weil dann ist ja. Was ist das? Sieht so aus, als hätte Lukas Williams schon eine ganz gute Beziehung zu Hopsi aufgebaut. Lukas Williams sollte weiter an der Beziehung zu Hopsi arbeiten. Ach du Scheiße. Und was passiert dann? Wird er dann lebendig? Ich habe irgendwie gehört, dass dann der imaginäre Freund lebendig wird. Und was machst du da, Elena? Stehst einfach nur rum. Sie will die Powerdusche putzen, ja. Dann, ach ja, ich wollte eigentlich schauen wegen den Blättern. Kann man hier sagen, einfach auf den Blättern klicken? Ja, da geht aber nichts. Da kann man nur hinjoggen, hier hingehen und hier hingehen mit. Hä, Moment mal. Interessant, wenn ich hier klicke, kann man nur alleine hier hingehen. Wenn ich aber hier klicke, kann man hier hingehen mit. Ah, natürlich. Trotzdem unlogisch, weil ich habe es nämlich genau am Ende des Grundstücks platziert, die Hecke hier. Und das ist aber nicht mehr unser Grundstück. Deswegen verstehe ich das irgendwie nicht. Ich verstehe es generell nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie man Blätter hakt hier in Sims 3.
Wer es weiß, einfach mal unter die Kommentare schreiben, bitte. Es wäre sehr, ja, sehr hilfsreich und freundlich. So, ja, apropos Papa, der steht hier überhaupt nicht auf. Der will ja noch bis Nachmittag schlafen. Weißt du was? Jetzt steh auf, du alte Sau. Ja, was denn? Ist doch wahr, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Pennt den ganzen Tag. Ich meine, okay, muss zugeben, ich habe heute auch den ganzen Tag gepennt, aber nur weil ich die letzte Nacht durchgemacht habe. Und ich hatte wirklich gedacht, dass ich es schaffen würde, aufzubleiben, aber dann ab 6, 7 Uhr in der Früh, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich geschlafen und bin heute um 6 Uhr abends dann aufgewacht wieder. Das heißt, ich bin gerade erst einmal, kann man sagen, ja, 3,5 Stunden auf, und jetzt habe ich mir gedacht, nach den 3 Stunden, na, will ich ja mal irgendwas aufnehmen, wenn ich schon die ganze Nacht auf bin. Oh, ja, Elena, schaut euch diese geile Pose von ihr. Alter, blöde Lampe. Alter, Lampe! Lass das! So. Elena tut nichts. Will ich die Folge so nennen. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Sarah ist einsam und hungrig. Da werden wir mal... Oh, aber sie schläft gerade. Okay, er ist eigentlich auch glücklich, ne? Freundschaft schließen. Es macht viel Spaß, mit einem guten Freund zu spielen. Und es ist einfach schön, füreinander da zu sein. Wegen Puppe. Elena, will ja die Powerdusche. Okay, das funktioniert angeblich nicht. Dann putzen wir halt eben die Powerdusche. Und Lukas kitzeln. Ja, das ist ja eigentlich der Interaktionen, die wir täglich machen. Also... Er will auch haken, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss, ja, ich muss irgendwie, keine Ahnung. Da weiß ich nichts davon. Er ist gerade aufgestanden, jetzt ist die Frage. Martin könnte doch eventuell was essen, nur so einen kleinen Snack halt eben, ne, von die Hot Dogs. Und Elena kann mal generell das Haus säubern, ne? Ja. Weil mehr fällt mir jetzt eigentlich jetzt nicht ein. Für diese Folge zumindest. So, da kommt er schon runter. Ja, ich weiß, es ist momentan noch echt ein bisschen langweilig bei Sims und so weiter, weil die richtigen Sachen ja alle erstmal kommen. Wie gesagt, wenn die erst Kinder werden, unsere ersten zwei oder zumindest der Lukas, es muss ja irgendjemand ein Kind sein, der noch schon in die Volksschule geht und so weiter. Und dann kann man ja machen, dass man ein Baumhaus macht, ne? Dann schaukeln, rutschen, alles so, was für Kinder gemacht ist. Ich will da richtig, richtig was machen, ne? So richtig ausbauen und richtiges Familienhaus halt, ebenso wie man es kennt. Weil, ja, man weiß ja, die meisten Familien heutzutage, die sind alle irgendwie zerbrochen, und das ist echt, echt traurig zu sehen, dass es keine, oder nur mehr ganz selten wenige normale Familien gibt mit Papa und Mama, weil meistens sind auch geschieden und Streit und ach, weiß was ich. Und Elena hat irgendein Problem mit der Spülmaschine, okay. Und die Fahrgemeinschaft kommt für sie in einer Stunde, okay. Und irgendjemand schreit, das ist die Sarah. Oh, sie ist... Okay, wo ist er denn jetzt? Geschirr spülen. Okay, das macht er jetzt noch schnell. Der Martin und, was macht denn die... Ja, wenn da kein Platz ist, Alter, dann hör doch einfach auf. Passt. Ja, was kann denn sie jetzt dabei machen? Schmutzige Umgebung, das Chaos artet langsam aus. Schon bald werden die Kakerlaken an deiner Haustür klingeln. Minus 30 Laune. Pfütze aufwischen. Ja, will ich ja, aber es geht irgendwie nicht. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, warum sie da nicht vorbeikommt. Ich will nur Pfütze aufwischen. Die Pfütze ist durch den anderen Raum sogar ein bisschen durchgegangen, aber wieso kann ich hier nicht die Pfütze aufwischen? Ja, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktionieren soll. Ja, da bin ich irgendwie fraglos. Vielleicht kann ja da Martin da irgendwas ändern. Dann geht sie halt eben einfach rauf und kümmert sich um die Kinder. Oh, ist ein Lukas? Ah ja, der spielt ja daneben. Und jetzt einfach die Sarah Flasche geben. Windel wechseln. Einfach mal so spielen, kuscheln. Und dann passt wieder, Gott sei Dank. Und für den Martin habe ich mir gedacht, ah, er muss ja das Wirtschaftsbuch lesen. Genau. Ganz, ganz wichtig. Wo ist denn hier das Wirtschaftsbuch? Ist es das hier? Ich glaube schon. Haftung beschränken lesen. Genau, das muss er lesen. Im Pyjama natürlich noch. Und ja.
Oh, sehr gemütlich. Da setze ich mich mal hin und ja, Haftung beschränken. Ach so, er hat ja schon mal gelesen. Ah ja, genau, er hat schon mal gelesen, aber ist nicht fertig geworden, weil er, glaube ich, zu müde war oder so. Keine Ahnung, was wieder das Problem war. Aber die Blätter, Alter, die sind so schön. Die sind echt voll schön. Alter, am liebsten würde ich da schon einen Screenshot machen. So, und irgendein Auto hat geklingelt, beziehungsweise ein Auto, ja, hat gehupt, Entschuldigung. Ja, das ist wahrscheinlich für Elena, ne? Oh, shit. So, Sarah, ich muss dich kurz hier irgendwie absetzen, weil Mama muss zur Arbeit. Carolina? Ja. Voilà. So, um 10, sehr gut. Ach, und lässt einfach hier die Wäsche, natürlich. Das muss ich wieder mal selbst erledigen, hier in den Wäschekorb. Ja, und damit würde ich sagen, ab geht's zur Arbeit, Elena, ne?